Hallöchen und guten Tag, sagt eure Nizi. Wir wollen hier gleich weiter loslegen. Die Truhe steht hier immer noch. Ach so, was ich vergessen habe, euch letzte Mal zu zeigen und sich da ein oder andere eventuell gewundert hat. Ich habe hier den Keller ausgebaut und zwar ohne Aufnahme, weil ich habe hier die Wände halt mit Steinziegeln ausgekleidet. Da habe ich es vergessen. Den Fußboden und die Decke soweit gemacht. Hier fehlten mir noch Steine. Da muss ich dann abwarten, bis ich wieder welche habe. Und habe hier die Wand gezogen. Die habe ich mir ein bisschen verändert. Aber ich denke, das muss ich auch noch anders machen. Ja, das war's. Hier so einen kleinen Durchgang gemacht, damit es ein bisschen hübsch aussieht. Und ich habe mir gedacht, hier so die Wände zu verzieren, da müsste er ja nicht unbedingt dabei sein. Das war ja jetzt nichts Weltbewegendes. Womit wollte ich denn weitermachen heute? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe den Trichter aufgefüllt mit ein paar Holzäxten. Könnt ihr da sehen. Und noch haben wir nicht sehr viel Holz zusammen, nämlich gar nichts, weil das läuft hier erstmal wieder in diesen, ja, praktisch Kraftstofftank, wenn ich es mal so nennen kann. Womit er dann die Blätter verbrennt, beziehungsweise Setzlinge. Warum auch immer, weiß ich nicht. Masmi, Simon und ich haben uns schon ein wenig darüber amüsiert. Ja, was ich würde ja gerne mal so einen kleinen Spaziergang machen, weil ich würde gerne mal Ton suchen. Jetzt hier weiter rumzubauen, weiß ich nicht. Ich würde eventuell gerne die Wände hier noch ein nach außen setzen, aber dann höchstwahrscheinlich ohne Aufnahme, weil ich denke, das ist ganz schön langweilig. Aufbauen werde ich dann auf jeden Fall wieder mit Aufnahme. Jetzt hätte ich gern irgendwie ein Pferd oder keine Ahnung, Flugmodus oder irgend sowas. Ich weiß nicht. Ah, da ist teilweise noch alte Karte drauf, vermute ich mal. Meine, ich hätte noch keinen Sumpf gefunden. Da geht es ja irgendwo nach Hause. Da war Wüste und ach, das ist so ätzend. Ich mache mich einfach mal auf den Weg. Essen habe ich ja dabei. Holz habe ich dabei. Einen Eimer habe ich dabei. Genügend Fackeln, die hatte ich mir ja noch mal außer Truhe gemopst. Das könnte ich eigentlich da lassen, aber ich nehme das jetzt einfach mal mit. Wow, ein Ruckler. Ja, wie gesagt, ich würde mir gerne die Gegend noch ein wenig anschauen und ja, möchte eigentlich so ein bisschen Ton finden. Yay, ein Sprung in die Schlucht. Juppidu. Ich habe hier gefühlt nur Akazienbiome. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. Das stört mich so ein bisschen. Hier ging es, glaube ich, auch runter. Jupp. Und hier ist kein Ton drin. Ach ja. Wer sucht, der findet. In dieser Richtung war ich, glaube ich, auch schon. Und zwar, als ich die Kühe gesucht habe. Oh ja, hier muss ich auch aufpassen. Da geht es nämlich auch ziemlich tief runter. Hatte ich längst vergessen. Wenn man Glück hat, landet man im Wasser. Ansonsten ist man tot. Ah, hier ist kein Ton. Am besten wäre echt ein Sumpfbiom. Akazie, 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 Akazie. Wüste. Berge. Akazie, 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 Wüste, Berge. So geht das hier gefühlt. Ja, ich hatte mich ja, als ich das Let's Play auf einen Server gelegt habe, habe ich ja hier aufgehört zu spielen und dann die Enderfestung ausgebuddelt und da bin ich dann so ein bisschen rumgeflogen und habe mir die Gegend angeschaut. Was war denn das für ein Geräusch? Ein Huhn. Ach,
Ach, da ist es. Süß. Ja, und da habe ich gefühlt halt nur Akazienbiome, Berge und Wüste gesehen. Irgendwo habe ich, glaube ich, auch einen Sumpf gehabt, aber das weiß ich auch nicht. Und gefühlt gibt es hier auch irgendwie nur Schafe. Oh, hier ist auch eine Höhle. Eine Fledermaus. Ja, da ist schon wieder Wüstenbiom. Ach ja. Ja, gehen wir ein bisschen spazieren, ne? Gucken uns hier die Akazienbäume an und die Sandhügel. Sehr interessant. Es ist so ein extremer Unterschied, weil ich ja Life in the Woods gespielt habe, wo es immer wieder ein bisschen was zu entdecken gab. Es gab unwahrscheinlich viele Biome. Im Gegensatz dazu ist das hier natürlich extrem langweilig. Ui, sieht aber nice aus. Ein komischer Berg. Und ein Wüstentempel. Juhu. Wollen wir da reingehen? Oh. Hier sterben schon Monster. Guten Tag, Herr Zombie. Sie brennen. Ist Ihnen zu heiß in der Wüste? Sie hätten lieber ins Akaziengebiet ausweichen sollen. Da ist ein Schwein, Bonnie, falls du zuguckst. Du wolltest Schweine sehen, wie sie im Schlamm sudeln. Hier ist höchstwahrscheinlich kein Schlamm, aber hier sind Schweine und die finde ich total süß mit den Ohren. Die sehen total niedlich aus. Müssen wir uns mal merken, dass es hier Schweinchen gibt. Dann können wir uns welche mit nach Hause nehmen und dann gucke ich mal, wie man Schlamm bastelt. Und dann werden wir den schönen Stall mit viel, viel Schlamm bauen und da können sie sich dann richtig wohlfühlen und rumsuhlen. Das macht mir extrem Angst. Ich glaube, bevor ich irgendwo in eine Höhle gehe, beziehungsweise in den Tempel, obwohl da wäre doch, da ist ein Monster, werde ich höchstwahrscheinlich den Mod hier wieder runternehmen, der mir hier diese Compressed Skelette und sonstiges komprimierte Krams bereitet. Ja, runternehmen, weil, oh, da sieht es sehr grün aus. Da werde ich mal hingehen. Na, Häschen. Ich habe keine Lust auf neuen Creeper. Weil wenn man einen komprimierten Creeper tötet oder irgendein anderes Monster entstehen. Ja, das waren, glaube ich, Bienen. Entstehen, soweit ich weiß, neun neue und das wäre mir dann doch ein wenig zu viel. Deswegen würde ich den Mod eventuell ganz gerne runternehmen. Ja, wir haben auch Bienen. Und wir haben ein Bett dabei. Ich hoffe, die überfallen uns jetzt nachts nicht, wenn wir hier am Schlafen sind. Aber nachts schwirren die Bienen ja, soweit ich weiß, nicht rum. Ich kann nur nachts schlafen. Nein, kann ich nicht. Ich kann auch tags schlafen. Ich glaube, das nervt alle Leute, die Minecraft spielen, am allermeisten, wenn man auf sein Bett haut und da steht, du kannst nur nachts schlafen. Oder du kannst nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Man mag es einfach nicht lesen. So, was haben wir denn da? Was mir auch aufgefallen ist, das hatte ich. Ein Hamster! Ein Hamster! Oh, noch einer. Kuckuck. Die kann man auch zähmen und mitnehmen. Und hier ist Ton, glaube ich. Ist das Ton? Kies. Es sieht direkt aus wie Stellen, wo Ton spawnt. Oder
es spawnt ja nicht der Ton. Also wo Ton generiert wird, regeneriert, ja, alles klar. Nein, wo Ton generiert wird. Oh, cool, da ist eine Moorrübe. Yay. Da könnten wir. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Irgendwas habe ich gerade im Blickwinkel gesehen, was wie ein Gebäude aussah. Ja, dabei ist es nur Sand. Ach, das ist ja ärgerlich. Und ich dachte, hier, wo der flache Baum steht, wäre eventuell ein bisschen Sumpf. Aber nein, es ist kein Sumpf da. Und was mir mal aufgefallen ist, wo diese grüne Fläche hier ist, das ist Farmland. Das ist praktisch ein neues Biom. Gehört zu den Mods, die ich mir da draufgeladen habe. Und irgendwie ruckelt es bei mir, wenn ich durch diese Biome gehe. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil hier ist irgendwie fast gar nichts. Aber okay, dann ist das. Das sieht ja auch lustig aus. Okay. Na gut. Ja, und Masmisam hatte mir auch geschrieben, dass es noch normale Kühe gibt, also normale Minecraft-Kühe. Oh, was haben wir denn hier? Avocado bestimmt. Eine Birne. Aber die ist noch nicht reif, vermute ich mal. Können wir die jetzt abbauen? Ja, super. Ich kann natürlich nichts. Oh, ich dachte eben, das wäre Ton. Wir können natürlich nicht viel mitnehmen. Ich habe keinen Rucksack. Oder habe ich doch einen Rucksack? Was haben wir denn hier? Tomaten, das finde ich sehr gut. Die nehme ich immer ganz gerne. Kohlrabi und Champignons muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh, arme Kuh. Geh da mal raus. Das ist gar keine Kuh, das ist ein Schwein. Das ist ein sehr sauberes Schwein. Lehm. Lehm. Danke, Schwein. Das ist bestimmt mein Hausschwein. Das hat mir jetzt den Weg zum Lehm gezeigt. Sehr gut. So, einmal auf Tauchgang gehen. Da ist noch mehr Lehm. Sehr gut. So, können wir alles einsammeln. Hoffentlich verschwinden wir jetzt hier nicht in der Strömung. Ist manchmal sehr schwer, sich dann wieder so an Land hochzuziehen, wenn hier Strömungen entstehen. Yay, Lehm. Es war zwar nicht sehr viel, aber ich sehe, hier ist noch mehr. Sehr schön. Nein, das ist Sand. Nein. Ah. Ist auch irgendwie schade, dass, oder kann man sich Lehm hier selbst basteln? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es dann einen Mod für oder so. Mal gucken. Ich müsste mir das nochmal genau anschauen. Es wäre natürlich schön, wenn man sich den irgendwie selbst basteln kann, weil Lehm zu finden ist wirklich eine sehr zeitaufwendige Sache. Habe ich hier gerade blaue Blumen gesehen? Ja, habe ich. Yay. Heißt, wir sind in einem Sumpfbiom. Heißt, wir bekommen hier auch Lehm. Da ist er schon. Sehr schön. Dann werde ich mir auf jeden Fall einiges davon abbauen. Ich denke, wir brauchen nicht viel Lehm, denn ich werde höchstwahrscheinlich nicht die kompletten Wände innen aus Lehm bzw. farbigem Ton machen, sondern einfach nur so Küchenbereich, nehme ich mal an. Und den Rest, ja, vielleicht auch ein, zwei Wände. Ich muss mal gucken. Ui. Ein Lavafall, der sieht gut aus. Der ist nicht so riesig. Es gibt hier aus dem Ru ich habe so einen Rustic-Mod drin. Da gibt es auch einen Bienenkorb, aber den Mod habe ich mir noch nicht näher angeguckt. Ich glaube, das ist hauptsächlich Deko. Ich glaube, damit kann man nichts anfangen. Schweine. Kuckuck.
Schwarzeichen! Yeah! Guckt euch das an. Wir haben heute echt voll Glück. Wir haben Schweine gefunden, wir haben Ton gefunden, wir haben Schwarzeichen gefunden. Und die müsste ich hier mal wieder zusammenfriemeln, sonst nehmen die so extrem viel Platz weg. Sieht doch schon ganz gut aus. Haben wir ein bisschen Platz gespart. Jetzt brauche ich nur noch eine Schwarzeiche fällen und jetzt brennt mir hier der halbe Wald ab und es ruckelt. Nein! Rettet den Wald! Rettet die Tiere! Rettet alles! Ja, das müssen wir hier auch abfällen, glaube ich. Brennt hier irgendwie alles. Kann ich schon nichts mehr einsammeln. Was brennt denn hier? Das Gras? Das sah ja lustig aus. Den Stein finde ich auch nicht schlecht. Slate, das ist, glaube ich, Schiefer. Schiefer müsste das sein. Gefällt mir ganz gut, allerdings das Dach nicht. Das hatte ich zum einen schon mal selbst ausgetestet und zum anderen hatte ich es beim Masmisheim gesehen. Monster? Diese Dachziegel, also man kann da Dachziegel draus herstellen. Die sind nur oben und unten mit Muster und das ist bei Dachziegeln natürlich extrem ungeeignet, finde ich jetzt mal. Aufgrund dessen werde ich die nicht nehmen, aber man kann sich noch Ziegelsteine draus machen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Mal gucken, irgendwas können wir da auf jeden Fall noch mit basteln. Und wir haben ja was eingesammelt, soweit ich weiß. Da kann man immer aus 4 Schiefer kann man dann ein... Ach, das schmeißen wir hier weg. Einen Ziegelstein machen. So. Kriegen wir noch Setzlinge? Jep. So viel habe ich eingesammelt? 4 Stück. Ich hätte gerne noch mehr. Weil wenn ich jetzt eine Schwarzeiche anpflanze und bekomme da keine Setzlinge raus, wenn ich die fälle, dann stehe ich wieder dumm da. Das, ja, deswegen... lieber ein paar mehr mitnehmen. Jetzt muss ich hier wieder eine halbe Weltreise machen. Ah ja, die Axt kriege ich ja wieder neu in die Hand. Das geht automatisch jetzt. Sehr praktisch. Und ich nehme ja meistens ein Ersatzwerkzeug mit. So irritierend. Man weiß echt nicht, wo fängt die Schwarzeiche an und wo hört sie wieder auf. Dann ist es hier dazu noch extrem dunkel. Das ist hier nämlich schon wieder eine neue. Naja. Aber irgendwie klappt das nicht. Wenn die Blätter so dicht beieinander sind, dann schmeißt er die nicht mit einmal ab. Das finde ich ein bisschen schade. Boah. Wird das schon wieder dunkel? Da ist noch ein Setzling. Ja, es wird dunkel. Da ist auch noch ein Setzling und Holz liegt hier auch noch rum. Ich gehe jetzt aber schlafen. Sage euch bye bye bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.